Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute geht es mal um den neuen Hyundai Tucson. Er geht in seine vierte Generation und die hat echt einen radikalen Umbruch erhalten, wenn man sich so das Design anguckt, während die älteren Modelle sich eher so am europäischen Markt orientiert haben, was das Design angeht, ist der neue schon, ja, ich würde sagen, stark auf dem asiatischen Markt bedacht hergestellt worden. Das sieht man schon ganz gut, egal wo man hinguckt, sei es der Kühlergrill, unglaublich große Fläche, sehr großflächig, sei es die Motorhaube mit den markanten Linien und vor allem auch die Seitenführung. Es sind Linien, Einkerbungen ohne Ende, die fangen an der A-Säule schon an, ziehen sich über die gesamte Seite. Dann haben wir diagonale Linien noch, die einfach mal runterführen, zwei Stück. Das sieht schon sehr, sehr cool aus, sehr muskulös, sehr breit. Lasst gerne mal eure Meinung da, wie ihr das Design findet. Und ja, zum Beispiel der Radkasten. Guckt euch den mal an. Normale Fahrzeuge, zum Beispiel hier, vor allem in Europa, die haben eigentlich immer einen runden Radkasten. Hier zum Beispiel ist ein komplett eckiger Radkasten. Auch das Heck sieht sehr, sehr cool aus. Durchgehendes Lichtband, generell die Optik mit den nach unten geführten Lichtern sieht sehr cool aus. Der Scheibenwischer zum Beispiel, während er wischt, dann verschwindet er nach oben, ist überhaupt gar nicht mehr zu sehen. Ich muss das erste Mal selber gucken, wo der überhaupt ist. Also mir gefällt das Design schon sehr, sehr gut. Auch im Innenraum, dazu kommen wir gleich, hat sich sehr, sehr viel getan. Und wie gesagt, lasst gerne mal eine Meinung von euch da, wie ihr den Innenraum findet, wie ihr generell das gesamte Fahrzeug findet. Würde mich sehr interessieren. Wir haben heute nicht nur irgendeinen Verbrenner Tucson bei uns, sondern wir haben einen Hybriden bei uns, genauer gesagt ein Full Hybrid, das heißt, das Fahrzeug muss nicht an die Ladesäule gehen, um dort aufzuladen, sondern das Fahrzeug lädt, während ihr fahrt, also wenn ihr bremst oder im Gang das Fahrzeug ausrollen lässt, dann ladet die Batterie. Die Batterie befindet sich unterhalb der Rücksitzbank und hat eine Kapazität von 1,49 Kilowattstunden, also das ist wirklich sehr, sehr klein. Generell hat der Hyundai Tucson Hybrid eine Leistung von insgesamt 230 PS und ein maximales Drehmoment von 350 Newtonmeter. Die setzen sich zusammen aus einem Verbrenner, 1,6 Liter Turbobenziner mit 180 PS und einem 60 PS starken E-Motor. Der Hyundai Tucson ist 4,50 Meter lang und dementsprechend will er natürlich auch in dem SUV-Segment eine Menge Platz bieten. Und ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal das Kofferraumvolumen an. Die Heckklappe lässt sich gegen Aufpreis sowohl elektrisch öffnen als auch schließen. Und ja, er wird sogar schon einfach hier eine Menge Platz bieten, genauer gesagt 616 Liter. Da sich ja die Batterie unter der Rücksitzbank findet, müsst ihr hier im Vergleich zum normalen Verbrenner auch keine Abstriche machen. Dementsprechend ist da schon sehr, sehr viel Platz, finde ich. Und ihr könnt die Rücksitzbank auch dreistufig runterklappen, sodass ihr dann am Ende wirklich eine komplett gerade, ebene Fläche habt. Und dann sind sogar 1795 Liter. Also ich würde sagen, das ist wirklich jede Menge Platz. So, Freunde, lasst uns hinten doch mal das Platzangebot abchecken. Der Hyundai Tucson ist ein bisschen länger geworden, ein bisschen breiter geworden, ein bisschen höher geworden. Und das heißt auch, dass sein Radstand mit seinen 2,68 Meter ein bisschen größer geworden ist. Auch wenn es nicht viel ist, das merkt man aber dann trotzdem, weil ein großer Radstand heißt dann auch ein noch besseres Platzangebot. Und ja, ihr wisst, denke ich mal, mittlerweile, dass ich 2 Meter groß bin. Dementsprechend sagt das schon einiges aus, wenn ich hinten viel Platz habe. Das heißt nämlich sehr Gutes und ich würde es auch bestätigen, das Platzangebot hinten ist wirklich sehr, sehr gut. Der Fahrersitz auf der anderen Seite ist nämlich gerade auf 2 Meter eingestellt. Da kann ich mich ja auch mal hinsetzen, damit ihr einen Vergleich habt, wie es so wäre, wenn zweimal 2 Meter Personen im Auto sitzen würden. Und auch das geht in Ordnung. Natürlich ein bisschen weniger Platz, als wenn eine 1,80 Person da sitzen würde, aber immer noch vollkommen ausreichend. Ihr habt dann natürlich auch hinten, wie es gehört, zwei Trinkhalterungen für eure Getränke. Unten habt ihr dann auch noch einen USB-Anschluss für eure Handys. Also komfortabel ist das definitiv. Es ist das Mindeste vorhanden, was man so braucht hinten. Und dementsprechend ist das vollkommen ausreichend. Dann will ich euch natürlich den Innenraum nicht vorenthalten. Auch der sieht genauso wie das Exterieur komplett anders aus. Das Hyundai gibt selber an, dass es so eine Art Wasserfalldesign hat. Und zwar fängt es halt an den Seiten jeweils an und zieht sich dann sozusagen bis hin zur Mitte des Fahrzeugs. Und dort fließt es dann praktisch im Einklang runter, wo wir dann praktisch das Navi-Display und die Klimaanlage haben. Fangen wir aber mal mit dem Lenkrad an. Wie gefällt euch denn das? Es erinnert mich stark an das Lenkrad von zum Beispiel dem Audi A8. Da habt ihr es auch mit den Speichen so. Und ja, es ist sehr gut greifbar
und sehr gut verarbeitet. Ihr habt das Mindeste an Knöpfen, was Lautstärke und Mode fürs Radio, Handy angeht. Ihr habt eure Fahrassistenzeinstellungen. Also da kann man sich definitiv nicht beschweren. Einzig die Optik ist natürlich Geschmackssache. Mir gefällt es aber ganz gut. Sowohl das Virtual Cockpit als auch das Navi-Display sind in unserer Ausstattungsvariante 10,25 Zoll gleich groß. Und im neuen Tucson lässt sich in der Mittelkonsole alles per Touch bedienen. Das ist eigentlich auch alles relativ einfach gehalten und kaum kompliziert. Was auch ziemlich witzig ist, wenn ihr nicht so die Musikhörer seid, dann könnt ihr auch ja, ein bisschen die Natur spielen lassen hier mit dem Regenklang. So, da gibt es ganz interessante Geräuschekulissen. Cooles Merkmal, warum auch nicht. Wer keine Lust auf Musik hat, kann das gerne machen. Und ja, die Klimaanlage, auch die lässt sich nur noch per Touch bedienen. Klar, während der Fahrt ohne hinzugucken, das ist nicht mehr so ganz möglich. Aber dafür gibt es dann auch Sprachassistenten. Ansonsten muss man schon immer gucken, wo man oder wie man das alles bedient. Was auf jeden Fall für Leute interessant ist, die ja gerne eine sehr saubere Mittelkonsole haben. Wir haben natürlich viel Klavierlack und Klavierlack bedeutet, dass das Fahrzeug vor allem durch das ganze Rumgetatsche halt schnell Fingerabdrücke und Staubfänger bekommt. Es ist halt so, ich mach mal das Navi-Display aus. Oh, das sieht cool aus. Dann sieht man schon ganz gut, dass sich da natürlich viele Fingerabdrücke herumlungern und sehr viel Staub halt da ist. Das ist halt vor allem auch wegen dem Klavierlack so. Ist immer ein bisschen nervig, aber das muss man halt regelmäßig sauber machen, dann geht es schon klar. Weiter unten dann haben wir einmal die sechsstufige Automatik. Die gibt es einmal, wenn man den Tucson nicht als Hybrid nimmt, beziehungsweise in einer anderen Ausstattungsvariante nimmt, als Shift-by-Wire mit 7 Gängen. Wir haben hier jetzt praktisch eine 6-Gang-Automatik und das ohne Hebel, sondern hier per Knopfdruck. Also wir haben eine sehr ebene Fläche. Auch das finde ich eigentlich ganz cool. Gibt es nichts Negatives dazu zu sagen. Ansonsten gibt es generell nicht viel mehr zu sagen zum Interieur. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich finde es halt deswegen vor allem gut, weil es einfach mal was anderes ist und nicht so aussieht wie die klassischen Interieure, die wir sonst so kennen. Der Hyundai Tucson als Hybrid hat einen Startpreis von 35.400 Euro und ihr habt die Wahl zwischen drei verschiedenen Ausstattungsvarianten, Select, Trend und Prime. Wir haben jetzt im Vorwagen die Trend-Ausstattung und damit seid ihr eigentlich auch schon ganz gut bedient. Die Serienausstattung ist eigentlich auch schon ganz gut. Android Auto, Apple CarPlay, das Mindeste an Sicherheitsausstattungen und sogar eine Rückfahrkamera spricht ja definitiv für sich. In der Trendausstattung habt ihr nochmal ein bisschen mehr. Das Fahrzeug hat noch zwei extra Pakete dazu, nämlich einmal Autobahn- und Assistenzpaket und die elektrische Heckklappe. Und damit hat das Fahrzeug einen Preis von ca. 43.000 Euro. Den Allrad habe ich noch total vergessen. Auch der kostet 2.000 Euro extra. Ansonsten hat das Fahrzeug serienmäßig einen Frontantrieb. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung auch nochmal alle anderen Preise zu anderen Motorisierungen verlinkt. Schaut gerne vorbei, wenn euch zum Beispiel nicht der Hybrid interessieren sollte. Solltet ihr generell Interesse haben an einem Hyundai oder speziell sogar am Tucson, schaut gerne beim Autocenter Soliman vorbei. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung den Link zur Homepage dazu getan. Solltet ihr Interesse haben, guckt da auf jeden Fall mal vorbei und lasst euch euer individuelles Angebot gegeben. Weil klar, 43.000 Euro ist natürlich jetzt der Preis, aber am Ende, wer weiß, ist natürlich noch keine Händlerrabatte oder halt der Hauspreis mit dabei. Dementsprechend ist da bestimmt noch mal ein bisschen Spielraum. Ich würde sagen, Leute, das war es jetzt erstmal von mir. Und ja, viele von euch haben sich ja gewünscht, deswegen wird es noch ein zweites Video geben, halt dann diesmal im POV-Style, wo wir das Fahrzeug dann ausschließlich auf der Autobahn fahren werden und ich euch da nochmal ein paar Eindrücke zeigen kann. Und dementsprechend wird das dann auch automatisch das nächste Video sein. Bis dahin, seid gespannt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, ciao!